Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es hier ein bisschen um Serien und Filme des ersten Halbjahres gehen. Früher habe ich ja in meiner Bücherwoche auch immer mal so ein bisschen erzählt, was ich vielleicht geschaut habe, ob ich im Kino war, welche Serie mich gerade begeistert. Und ja, durch dem, dass ja die Bücherwoche so ein bisschen wegfällt und ich auch in den Vlogs gefühlt gar nicht weiter irgendwie darüber gesprochen habe, nur so vereinzelt, wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen ein Video drehen mit dem Rückblick des ersten Halbjahres, noch nicht ganz. Der Juni ist bei mir auch noch nicht ganz vorbei, wie bei euch auch nicht. Und ja, lasst mir gerne mal in den Kommentaren wissen, ob euch das auch so ein bisschen interessiert, was ich für Serien, Filme schaue, die ich eben auch erzählenswert finde. Natürlich guckt man auch manchmal in eine Serie rein, schaut 2, 3 Folgen und merkt, das ist nichts. Würde ich nur bedingt hier im Grunde in diesen Serien-Film-Talk, wie wir es jetzt vielleicht mal nennen, mit aufnehmen. Ja, lasst mich das gerne mal wissen, ob euch so ein Video immer mal so im Halbjahr interessiert, ob ihr es vielleicht lieber im Blog irgendwie mit drin hättet. Ja, schreibt mir das sehr gerne mal, wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt und natürlich bin ich immer offen für neue Serien und Filmtipps, also wenn ihr da irgendwie was habt, was ihr empfehlen könnt, dann natürlich auch immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, wir starten mit dem Januar und zwar bin ich ja in den Urlaub geflogen und habe auf dem Flug sozusagen 4 Filme geschaut. Das waren ja auch immer relativ lange Flüge. Dementsprechend, ja, habe ich Downton Abbey Teil 1 und 2 angesehen. Ich liebe die Serie und ich finde auch die Filme ganz gut gemacht. Ich mag das Feeling der Serie, ich mag, wie es einen so ein bisschen runterbringt, wie es entspannt, wie es ja im Grunde, ich glaube, fängt ja irgendwie an 1930. 13, 14, als die Titanic sinkt, es dann darum geht, ja, wer wird hier im Grunde die Rollen übernehmen, so ein bisschen der mittlere Adel, würde ich es jetzt mal nennen. Und wir haben natürlich nicht nur den Adel, den wir erleben, sondern eben auch alles, was eben ja die Dienerschaft irgendwie angeht. Und ich mochte diese Mischung immer sehr, sehr gerne. Es gab so 2, 3 Handlungsstränge, die mir nicht ganz so zugesagt haben. Aber ich habe mich dann auf dem Hinflug zum Urlaub für diese beiden Filme entschieden und hatte da auch wunderbare Unterhaltung. Ich habe beide im Kino auch gesehen und ja, ich finde, wenn man die Serie mag, sind die Filme definitiv auch was für einen. Sie setzen auch nach der Serie an. Ich glaube schon, dass man hier wissen sollte, wie die Serie, welchen Verlauf das hat. Ich glaube, man tut sich ein bisschen schwer, wenn man jetzt sich nur einzeln die Filme anschauen würde. Auf der Heimreise sind es dann auch 2 Filme geworden. Zum einen einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also definitiv Top 3, denn diesen Film schaue ich Minimum 2-mal im Jahr. Ich habe da so oft das Verlangen, diesen Film anzuschauen, weil er absolut das trifft, was ich liebe. Und solltet ihr Buchtipps kennen, die in diese Richtung gehen, bitte auch immer her damit. Und zwar von Christopher Nolan, Interstellar. Ich liebe alles an diesem Film. Ich liebe die Optik, ich finde die Schauspieler toll, ich mag die Thematik, ich liebe die Musik, ich finde es einfach perfekt. Ich mag es, wie hier mit dieser Raumzeit gearbeitet wird, mit den schwarzen Löchern, mit den Wurmlöchern. Ich bin da großer Fan. Ich mag es unfassbar gerne. Ich entdecke immer wieder irgendwie was, wo ich denke, ah, und es ist, ach, ich finde es großartig. Mit Matthew McConaughey und den ich sowieso sehr, sehr liebe, Michael Caine spielt mit, der Bruder von Ben Affleck spielt mit, er spielt mit, wie heißt sie? Anne Hathaway spielt mit. Ja, ich bin großer, großer, großer Fan. Und es gibt ja auch einen Überraschungsschauspieler, der gar nicht angeteasert war, der mittendrin auftaucht. Ich liebe diese Idee, dass wir uns aufmachen in andere Welten. Und ich wäre super gerne mal auf den Mond geflogen und hätte da einen Kaffee getrunken mit Blick auf die Erde. Das war so immer mein Traum schon seit jüngster Jugend, wo ich immer denke, ich wollte immer ins All. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ja, die Menschheit irgendwann so weit ist, dass wir wirklich interstellare Flüge machen können, dass wir ja, zum Mond fliegen, zum Mars fliegen, dass das irgendwie so ein Wochenendtrip, ja, ist natürlich total utopisch, gar keine Frage, aber es war immer so eine coole Idee, die ich gerne erlebt hätte und ich liebe, liebe, liebe diesen Film und er gehört definitiv zu meinen Top 3 und ja, den feiere ich einfach immer wieder. Und dann habe ich mal zu einem ganz alten Klassiker gegriffen und da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie ich als Kind im Kino saß, nämlich Jurassic Park. Der lief da eben auch einfach im Flugzeugprogramm und ich habe den schon Jahre
Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe auch keine der Fortsetzungen gesehen. Auch dieses ganze Jurassic World hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich weiß noch, wie faszinierend es damals war, diese Idee zu haben, dass man aus Bernstein eine Mücke entnimmt und die hat dann eben die DNA von Dinosaurier und man macht einen Dino-Park. Und jetzt bin ich kein großer Fan von Zoos und hätte aber tatsächlich den Dino-Zoo durchaus auch besucht. Aber ja, finde ich großartig. Ich mag auch, dass er gut gealtert ist. Also natürlich, ne, wäre heute vielleicht manches anders besser, aber für mich hat er so diesen Zeitgeist eingefangen und er war damals etwas Großes mit diesem ganzen CGI und auch die Schauspieler top und natürlich auch die Musik. Also da hat Steven Spielberg? Ich glaube schon. Hat hier was Großes geschaffen und fand ich richtig, richtig toll. Ja, zu Hause angekommen, konnte ich dann The Last of Us anschauen. Das läuft auf Sky bzw. auf Wow. Und da habe ich auch die ganze erste Staffel angesehen und ich kenne nicht die Spiele. Ich bin kein PlayStation-Zocker und ich war aber so angetan von dieser Idee. Wir haben ja auch eine postapokalyptische Welt. Es gab irgendwann ein Virus und da sind Menschen zu Zombie-ähnlichen Kreaturen geworden und wir laufen hier eben mit einem Mann und einem jungen Mädchen, die scheinbar irgendwie die Lösung für das Problem ist, laufen wir durch diese Welt und ich fand es faszinierend. Ich fand toll, wie menschlich alles gezeigt wurde, wie unmenschlich durchaus auch manches war. Ich mochte diese stillen Folgen genauso sehr wie die etwas actiongeladener Folgen. Ich fand es toll, dass das Augenmerk auch mal auf so ein bisschen Alltag gelegt wurde und nicht nur immer auf wir rennen von einer Katastrophe in die anderen, was mich ja zum Beispiel bei The Walking Dead einfach irgendwann nur genervt hat, dass die Menschen irgendwann das Problem waren und nicht mehr das Problem war. Und ich mochte die Atmosphäre, die Musik, ich mochte das Zusammenspiel von Pedro Pascal und Bella Ramsey und ich fand die beiden auch schon bei Game of Thrones großartig und ich mochte, wie sie so connected waren, wie auch so Kleinigkeiten eingebaut wurden, Blicke, Dialoge, Witze, tolle Serie, hat mich wirklich total abgeholt, ganz ohne die Spiele zu kennen und ich freue mich da sehr, 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 sehr auf die zweite Staffel. Eine Serie, ja, die ich nach nicht mal einer Folge abgebrochen habe, weil ich so angenervt war. Und zwar Interview mit einem Vampir. Gibt es als Serienverfilmung. Man möchte dieses ganze Anne Rice-Universum in Serienform bringen. Und ich bin ein großer Fan dieser Bücher. Ich habe einiges aus diesem Universum gelesen. Ich mag diese Düsternis und auch ein bisschen diese Melancholie, die Anne Rice gerade in ihre Vampirgeschichten gepackt hat. Weil ich glaube eben durchaus, dass ein Vampir, der hunderte von Jahren lebt, dass der eben nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen hat und oh, ich lebe noch einen Tag länger, yippie. Sondern ich glaube schon, dass da eine gewisse Melancholie dahinter steckt, eine düstere Art, dass man eben weiß, also man kann eigentlich dieses Leben gar nicht beenden und das gibt es ja in sehr vielen Büchern und auch in vielen Filmen ist das eine Thematik, aber Anne Rice hat es wirklich sehr besonders gemacht. Und das hat für mich auch das Buch und auch den Film sehr ausgezeichnet, dass diese Stimmung übertragen wurde. Und hier war einfach so viel falsch, alleine, dass wir aus diesem Großgrundbesitzer Louis einen Bordellbesitzer gemacht haben und ich da schon dachte, hä? Es spielt ja eine gewisse Rolle, welchen Stand Louis im Grunde eigentlich hat, bevor Lestat gekommen ist. Und wie soll das mit einem Bordellbesitzer funktionieren? Also man ist zumindest, glaube ich, New Orleans irgendwie treu geblieben. Aber ich war so genervt von dieser modernen Art, obwohl wir ja eigentlich irgendwo 1800 irgendwas sind. Ich vermute mal Ende 19. Jahrhundert. Und ich war einfach nur genervt von der Darstellung von Louis Lestat, den ich kurz gesehen habe und dachte, ach nee, nein, 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 es muss nicht alles irgendwie neu verfilmt werden und anders gemacht werden, auch wenn ich sonst mich schon gefreut hätte, dass es eine Serie gibt, die dieses ganz große Universum so ein bisschen aufmacht. Aber ich bleib da lieber beim Buch und als ich dann den Puls wieder beruhigt hatte, dachte ich, nein, man muss auch nicht alles auf dieser Welt irgendwie gesehen haben. Ja, dann habe ich eine etwas locker, leichte Komödie, ja, Liebes-Romcom irgendwie angeguckt und zwar Your Place or Mine. Und zwar spielt da Reese Witherspoon mit und auch Ashton Kutcher, zwei Schauspieler, die ich sehr gerne mag. Ich war ein bisschen verwundert, beide irgendwie noch in so einer Rom-Com zu sehen, weil gerade bei Reese Witherspoon dachte ich, ja, die hat das schon öfter mal gemacht. Ich war aber trotzdem so ein bisschen verwundert, dass sie das heute immer noch tut. Ich mochte diese Idee einer lebenslangen Freundschaft und
dass beide eben so wichtig sind, aber nie diesen Anschluss sozusagen gefunden haben, da eben eine Liebesgeschichte draus zu spinnen. Und ich mag so ein bisschen dieses Friends to Lovers, mag ich ganz gerne, weil es eine ganz wichtige Grundlage ist, damit eben überhaupt Liebe entstehen kann, ist eine Art von Freundschaft und die eben über dieses Körperliche hinausgeht. Und ich mochte die Geschichte sehr gerne. Also ich habe das super gerne angeguckt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich glaube, es war auch irgend so ein verschneiter Februartag und ich mochte das wirklich sehr. Ich habe das sehr gerne geguckt und wer Romcoms, also romantische Komödien irgendwie mag, der ist hier definitiv gut aufgehoben. Dann war ich im Februar ein bisschen verspätet auch endlich im Kino und habe Avatar 2 angeschaut. Dazu habe ich auch was in meinem Februar-Vlog erzählt. Werde ich euch auch mal unten in die Infobox packen. Und ich hatte ja eigentlich schon Karten für das erste Startwochenende im Dezember, war dann ja aber so relativ schwer krank mit meiner Erkältung und bettlägerig sozusagen. Und dann sind wir aber im Februar ins Kino gegangen und ich muss echt sagen, dieser Film ist etwas für die Leinwand. Ich habe gesehen, dass er jetzt auf Disney Plus demnächst verfügbar sein wird und ich bin ein großer Avatar-Fan. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich in dem ersten Teil im Kino saß und das so der erste 3D-Film war, der für mich auch wirklich 3D Sinn gemacht hat. Denn viele Filme machen auch einfach gar keinen Sinn, dass man sie in 3D dreht. Und ich weiß noch, als wir da Flüge gemacht haben und Wasserfälle hinuntergeflogen sind und ach, wie großartig das war. Und eben diese Idee, dass wir hier Menschen haben, die in Avatare schlüpfen und eben auf einem anderen Planeten sind. Und da zeichnet sich das Bild ab. Ich bin eben ein großer Weltraumfan und habe hier das wirklich sehr genossen. Ich mochte hier die Unterwasserwelt, die gezeigt wurde, denn wir sind hier eben im Grunde bei Einwohnern, die eben mehr im Wasser unterwegs sind. Ich fand das großartig gemacht. Es hat sich fast so wirklich angefühlt, wie ich tauche und schnorchle selbst durch Wasser. Ich war fasziniert, welche Themen man aufgemacht hat, gerade wieder diesen Umweltschutz, Tierschutz. Und ich fand das richtig toll. Es war für mich aber auch sehr, sehr emotional, weil es gerade im Tierischen eine Szene gibt, wo ich denke, puh, die 12-jährige Steffi, ich glaube, der Film war ab 12 freigegeben, die wäre daran kaputt gegangen. Also ich glaube, man hätte mich nie wieder beruhigen können. Ich saß wirklich schniefend und heulend in diesem Kino und jetzt bin ich ja eigentlich, würde ich immer meinen, also ich bin sehr emotional, ich bin auch schnell am Wasser gebaut und mich treffen so Tier- und Kinderthemen immer relativ hart. Das weiß ich. Aber hier, ich habe wirklich einen ganz schönen Moment gebraucht, um aus diesem Emotionalen wieder rauszukommen. Und natürlich ist es keine grundlegend neue Story. Es gibt auch so das ein oder andere, was ich in dem Film merkwürdig fand. Allein, dass wir jemanden aus Teil 1 wiedersehen, wo ich dachte, wo kommst du denn her? Ich mochte so diese Patchwork-Familie, die sich irgendwie um Jack Sully gefunden hat. Ich mochte, dass wir bei einem anderen Stamm irgendwie aufgenommen wurden, wo unter anderem auch Kate Winslet das Gesicht sozusagen ist. Und ich fand das richtig toll. Ich mag die Animation. Ich finde toll, wie die interagieren. Ich mag diese Welt der Navi. Und ich fand auch das Unterwasser richtig schön. Es ist aber, glaube ich, auch durch die Action-Szenen, diese ganzen Kriegsszenen so gegen Ende, wahrscheinlich nicht ein Film, den ich jährlich schauen würde, wobei ich den ersten Avatar durchaus so einmal im Jahr oder ja alle 2 Jahre durchaus mal geguckt habe. So gut gefällt mir der zweite dann nicht. Ich habe ihn gesehen, freue mich auch, wie es irgendwie weitergeht in diesem Universum, aber James Cameron hat hier schon wirklich was Tolles geschaffen. Also optisch ist das wirklich schon ein Highlight. Und allein auch den Bezug zum Wasser, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Da gibt es auch ein wunderschönes Lied drin, was mich sehr berührt, wo ich einfach absolut fühle, weil so fühle ich mich im Wasser auch. Also von daher richtig, richtig toll. Dann kam im März auch Luther heraus, und zwar der Film. Ich mochte die Serie Luther, die läuft auf Netflix, sehr, sehr gerne. Sie ist ja düster, sie ist auch schon sehr brutal. Wir haben hier eben den Cop Luther und der hat so gewisse Blicke für etwas, um Tatort, um Menschen so ein bisschen besser zu lesen. Also er hat so eine besondere Gabe. Jetzt vielleicht nicht in die Richtung Sherlock, aber also er erkennt auch sehr schnell, wer hier was irgendwie wo und wie was zustande gekommen ist. Und ich mochte diese Art Krimi-Thriller tatsächlich sehr gerne. Die Brutalität war mir an mancher Stelle aber doch immer schon ein bisschen zu viel, sodass das für mich auch keine Serie war, die ich weggebinged habe, sondern so in homöopathischen Dosen sozusagen auch genossen habe. Aber dennoch fand ich Luther mit Idris Elba wirklich großartig besetzt
und fand also wirklich alle Staffeln richtig gut. Die letzte Staffel an und für sich hatte, glaube ich, dann nur 2 oder 3 Folgen und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, warum verkürzt man das jetzt so? Und jetzt kam eben ein Film, der schon irgendwie auch an die Serie anschließt, also auch hier eher schwierig ist, allein zu sehen. Ich fand den Bösewicht, gespielt von Andy Serkis, den man ja unter anderem als Gollum kennt, großartig besetzt. Also das ist wirklich ein Bösewicht, den ich wirklich fantastisch fand. Und ich habe mich hier ebenfalls auch sehr gut unterhalten gefühlt. Also es war spannend, es war packend, es hat einen schon mitgerissen, kam für mich nicht an die Serie heran, aber um so dieses Luther-Universum so ein bisschen weiter zu spinnen, mochte ich es gerne. Auch die neuen Charaktere, die ein bisschen eingeführt wurden, fand ich toll. Und ich mag einfach Luther als Typ und dass eben das Gute nicht immer nur gut ist. Mag ich unglaublich gerne, also dass das so ein bisschen realitätsnahe ist. Dann ging es weiter mit Grisha Staffel 2. Ich bin ein großer Fan von Leigh Bardugos Grisha-Welt, egal ob es die Grisha-Trilogie ist, ob es die Krähen-Dilogie ist oder auch die Nikolai-Dilogie, die ein bisschen geschwächelt hat, aber ich mag dieses Universum sehr, sehr, sehr gerne und ich habe auch die erste Staffel von Grisha sehr gefeiert, habe ich auch im letzten Jahr nochmal gerewatcht, habe mir die nochmal vorbereitend angesehen und es gibt so eine Mischung aus Grisha und Krähen innerhalb der Serie und es verflechtet sich hier dann in der zweiten Staffel auch ein bisschen mit Nikolai, der ja auch durchaus dann in der Grisha-Welt schon eine Rolle gespielt hat. Und es geht natürlich hier im Grunde nahtlos weiter. Es geht um den Dunklen, es geht um die matischen Artefakte und um die, ja, im Grunde Stärkungsbringer. Und ich fand es gut. Ich mag diese Welt, ich mag, wie sie optisch gezeigt wird, ich mag, wie die Krähen hier drin dargestellt sind. Ich bin nicht immer ganz konform mit dem Zeigen von Alina, welche Richtungen sie hier einnimmt. Ich fand sie im Buch definitiv stärker, tougher und eine Spur cooler. Hier wirkt sie doch manchmal so ein bisschen hilflos und ich weiß auch nicht. Und ich fand auch das Ende sehr überraschend. Es hat schon Bedarf, dass man das weiterspinnen kann. Es ist definitiv aber ein anderes Ende, als wir es in Grisha kennen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es vielleicht doch noch eine Staffel 3 gibt, von der ich aber im März, wie ich sie geguckt habe, nicht so richtig mitbekommen habe, dass hier irgendwie was noch kommen wird. Aber für mich, diese Welt, wie sie gezeigt wird, wie das auch mit den Dämonen und der Magiewelt funktioniert, richtig, richtig toll umgesetzt und definitiv auch eine Serienempfehlung von mir. Man sollte aber, wenn man die Bücher lesen möchte, unbedingt Grisha und auch die Krähen-Dilogie kennen, weil sonst, auch wenn die Krähen ein bisschen anders sind, beziehungsweise zum Teil andere Beweggründe haben, als sie das in den Büchern haben, nimmt man sich aber sonst schon so ein bisschen einen Spoiler irgendwie raus, dementsprechend, ja, ich vermute, aber dass es weitergeht und das wäre für mich auch sehr wünschenswert. Dann hat die liebe Becky in unserem Hangout über The Bold Type geschwärmt, was auf Amazon Prime läuft. Und ich habe im April und Mai die ersten, ich glaube, es sind 4 Staffeln gewesen, alle 4 Staffeln angeguckt. Ich mochte dieses Feeling aus Sex and the City, aus Der Teufel trägt Prada. Ich mochte so diese 3 jungen Frauen, ihre Freundschaft, diese Gruppendynamik. Ich mochte das Glamour-Leben, obwohl alle 3 gar nicht so glamourmäßig unterwegs sind. Ich mag die Themen, die sie behandeln. Es sind sehr moderne Frauen, moderne Themen. Es sind aber auch sehr ernste Themen. Ich fand es manchmal, also gerade ein Charakter von den 3, ich fand die einfach nur nervig. Also die hat alles an Klischees und Themen mitgenommen, die man irgendwie haben kann. Von jetzt werde ich lesbisch, jetzt bin ich bi, jetzt muss ich irgendwie Fesselspiele ausprobieren, vielleicht brauche ich doch irgendwie einen Mann. Also ich fand das einfach zu viel in dieser kurzen Zeit. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass sie wöchentlich irgendwie sich verändert hat und zu einer anderen Erkenntnis gekommen ist, wo ich so denke, naja, also manche brauchen da irgendwie schon ein paar Jahre dazu oder, also ich fand es ein bisschen drüber, ich fand es ein bisschen anstrengend. Auch der Alkoholkonsum war enorm. Da habe ich mir echt gedacht, also hätte ich in der Mitte der 20er so viel getrunken, also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas geworden wäre. Und ich finde es ein bisschen sehr, 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 sehr schnell, also sehr. Also dieses, man arbeitet eigentlich nur, macht gefühlt nichts anderes und wenn man etwas anderes macht, dann feiert man, trinkt man, ist aber am nächsten Tag doch wieder die Erste in der Arbeit und sieht wie gebügelt und geschniegelt aus, wo ich so denke,
Ja, ne? Es ist eher unrealistisch. Ich fand auch dieses Arbeitsbild, was gezeigt wurde. Und ja, natürlich sind wir heute alle doch ein bisschen emsiger, als es vielleicht zwei Generationen vor uns war. Die waren das in anderer Art. Wir reißen ja gerne die Arbeit auch an uns, obwohl, also ja, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich fand es hier ein schwieriges Bild, was gezeigt wurde, dass das Leben eben nur aus Arbeit steht, immer 200%. Es gibt keinen Feierabend und alles verwebt ineinander. Und ich fand das ein bisschen anstrengend, weil also ich habe mich da manchmal auch gestresst gefühlt, nur beim Zusehen und dachte, boah, also bin ich froh, dass ich irgendwie einen anderen Arbeits-Freizeit-Alltag habe. Fände ich ganz schrecklich. Also ich hoffe, dass dieser Stress, der hier da drin ist, wirklich eher die Ausnahme ist. Wobei, ja, na, wenn man Karriere machen möchte, dann steht das natürlich im Vordergrund. Das ist auch jedem selbst überlassen. Aber ich fand das manchmal wirklich sehr anstrengend, wo ich dachte, allein vom Zusehen bin ich erschöpft. Und das ist natürlich nicht die Wirkung, die ich bei einer Serie haben möchte. Aber sie war unterhaltsam, sie hat gute Themen aufgegriffen und ja, hat das wirklich gut auch beleuchtet, auch dann wirklich tiefgründig über mehrere Folgen. Ja, hat mir gut gefallen, hat mich unterhalten, sonst hätte ich es auch nicht zu Ende geguckt. Dann kommen wir zu einer Bridgerton-Serie. Und zwar bin ich ja ein Fan der beiden Staffeln. Besonders die erste Staffel hat mir ja ganz gut gefallen. Ich bin mit dem Buch nicht so zurechtgekommen. Ich fand es nur okay, habe dann auch nicht weitergelesen. Und jetzt kam Queen Charlotte im Mai heraus. Und zwar ist das im Grunde die Vorgeschichte, weil wir kennen Queen Charlotte ja schon aus der Bridgerton-Serie. Und hier wird uns im Grunde ihre Jugend gezeigt, ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem König und wie sich diese Geschichte um beides so ein bisschen verbindet, warum der König vielleicht so ein bisschen merkwürdig in der Serie agiert und das erfahren wir eben hier. Und ja, es ist nicht originalgetreu, es ist nicht historisch richtig. Alleine, dass wir hier im Grunde eine schwarze Königin haben, in einer Zeit, wo ja durchaus ja, das Vereinte Königreich auch noch Kolonien hatte, ist natürlich historisch boah, schon sehr grenzwertig, aber wir müssen hier sagen, ich habe ja hier keine Dokumentation. Ich möchte hier gar keine historische Korrektheit. Es gibt manche Dinge, die hier korrekt dargestellt werden, die sind aber einfach vermischt und nehmen einfach eine alternative Realität an, dass eben es ganz normal war, dass man eben um den Verbund der damaligen Kolonieländer mit dem Königreich zu stärken, ein Experiment macht. Und eben sagt, wir verheiraten die beiden nun. Und ich fand das eine richtig coole Idee. Ich habe das auch irgendwann überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass das irgendwie ein Thema ist. Es wurde immer wieder mal besprochen. Und ich fand auch gut, dass man es nicht einfach als selbstverständlich gegeben hat. Und mir hat das absolut ausgereicht. Besonders schön finde ich bei Bridgerton nicht nur ja, so ein bisschen die Themen, die auch gezeigt werden, dieses ganze Adlige jetzt auch in diesem Fall. Ich fand es toll, dass wir im Grunde auch in die Zukunft gesprungen sind, also in die Bridgerton-Zeit. Dort eben auch nicht nur die Königin, sondern auch zwei sehr bekannte ja, Charaktere aus dem Bridgerton-Universum sehen im Jetzt-Zustand und eben auch sehen, wie sie damals agiert haben und wie da so Freundschaften entstanden sind, wie ihre Leben vorher waren. Und ich mochte das sehr gerne. Ich fand diese Zeitsprünge toll. Ich mochte, dass wir ganz viel über Queen Charlotte und auch ihren König so erfahren haben. Ich mochte es so ein bisschen um die Probleme der Zeit und ich fand das richtig toll. Ich mag auch einfach die Musik. Also wir haben hier halt einfach Popkultur, die aber einfach durch Klavier und Geige wirklich sich einfach anfühlt, als wären es Klassikstücke. Und ich liebe den Soundtrack, der läuft auf Spotify durchaus auch des einen des Öfteren bei mir, weil ich das super gerne mag. Ich finde es toll, wenn man dann dieses Originalstück so irgendwann unterschwellig mitbekommt, denkt, oh ja, das ist das und das und richtig, richtig toll. Sehr, sehr mutig fand ich, dass die Mutter des Königs, ja, die Schauspielerin aus Game of Thrones ist, die unter anderem auch eine, also die Mutter des Starks war, also Catelyn Stark gespielt hat. Ich komme leider nicht auf ihren Schauspieler, also auf ihren Originalnamen. Und also die war auch unter anderem Hermines Mutter. Und ich fand es sehr mutig, sie als Mutter eines Königs zu besetzen. Und dann gibt es ja auch noch eine Hochzeit. Und wer sich im Game of Thrones Universum auskennt, der denkt sich, wenn die auf eine Hochzeit geht. Ja, ich sage nur rote Hochzeit, die manchen ja zumindest ein Begriff sein könnte. Also da hat man so einen Moment, wo man denkt, na, ob das alles hier so gut geht, wenn bei Game of Thrones geheiratet wurde. Oder ja, auch bei House of the Dragon ist das nicht immer so einfach.
Aber ja, fand ich gut, ist auf jeden Fall sehenswert, ist sehr unterhaltsam und nimmt mich einfach so mit in eine andere Welt und ja, begeistert mich. Also ja, finde ich gut. Und das Letzte, was ich im Mai angefangen habe und jetzt auch im Juni beendet habe, ist dann Sherlock. Es war mal wieder Zeit für einen Rewatch. Ich liebe die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ich bin hier wirklich ein großer, großer Fan von diesen beiden in ihren Rollen. Man weiß ja irgendwie, dass sich beide nicht so ganz grüne waren, was ich echt schade finde und es wahrscheinlich deswegen auch nie eine fünfte Staffel geben wird. Zudem fand ich auch die Entwicklung gerade in der letzten Staffel. Also ja, es gibt ja dann irgendwann eine Frau, Watson, und die hätte es für mich einfach überhaupt nicht gebraucht. Also ich verstehe gar nicht, warum man dieses Duo, diese Gruppendynamik so verändert hat, dass wir auf einmal irgendwie ein Trio hatten. Und ich fand das einfach ein bisschen nervig, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Aber gerade Staffel 1 und 2 finde ich wirklich überragend. Ich mag den Spürsinn von Sherlock, diese normale Art von Watson. Ich mag auch diese Nebencharaktere. Ich bin ein großer Fan von Irene Adler und auch ein Fan von Moriarty, der ja so auch der Bösewicht durchgehend irgendwie ist. Ich mag das unglaublich gerne und ich bin auch einfach ein Benedict Cumberbatch-Fan in dieser Rolle. Also die einen oder anderen Film und Serie, den ich mit ihm gesehen habe, denke ich, ja, du bist einfach ein spezieller Charakter, aber oftmals überzeugt er mich einfach nicht in den Rollen, die er auswählt, aber hier als Sherlock finde ich ihn großartig. Also richtig, richtig toll und ich bin, also ja, ich finde jede Folge mit ein oder zwei Ausnahmen wirklich auch toll geschrieben, spannend, mit Sogwirkung und habe da immer wieder großen Spaß, mir diese vier Staffeln auch anzusehen. Also ja, habe ich dann auch wunderbares getan. Ich glaube aktuell nicht auf Netflix, sondern auf Amazon Prime. Ich habe aber auch alle Staffeln auf DVD hier, aber ich habe es glaube ich auch auf Prime geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das war so ein bisschen mein Serienfilm-Universum. Tatsächlich ein bisschen wenig Kino. Hat mich selbst so ein bisschen verwundert, weil, ja, ich muss sagen, zumindest vor dem großen C war ich ja ein großer Kinogänger. Also ich sag so ein, zwei Mal im Monat war ich im Kino. Es muss natürlich auch immer was laufen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass gerade gar nicht so viel im Kino läuft, was ich irgendwie spannend fände und es sich irgendwie lohnt, da ins Kino zu gehen. Ich weiß auch nicht. Also bis auf Avatar war ja sonst kein Kinobesuch dabei. Es hätte vielleicht so der ein oder andere Film spannend geklungen. Ja, manchmal läuft das aber dann bei uns auch nicht. Oder ja, man denkt sich, ja, kann man vielleicht dann auch einfach gucken, wenn er gestreamt werden kann. Aber ja, ist faszinierend, ne? Obwohl Kino mal so ein Thema war. Also bei mir greife ich tatsächlich doch auch sehr gerne einfach mal auf meine DVD- und Blu-ray-Sammlung zurück und hat ja dann auch mit den Streaming-Diensten wirklich eine wahnsinnige Auswahl. Und manchmal kann man sich ja gefühlt auch gar nicht so richtig entscheiden, ne, was man eigentlich guckt. Wenn ihr Film- oder Serientipps habt und sagt, Mensch, wenn dir das und das jetzt gefallen hat, dann wird dir bestimmt auch das und das gefallen, dann sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch einer der Serienfilme auch irgendwie anspricht und ihr schon gesehen habt, lasst uns da gerne ein bisschen drüber sprechen. Sagt mir, wie gesagt, auch gerne, ob ihr das sehr gerne so ein bisschen in diesem Format sehen wollt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder ob es im Blog vielleicht irgendwie passender ist. Wobei, da kann man halt immer so abschließen, gerade bei Serien immer nicht so ganz viel sagen. Aber ja, schreibt mir das gerne. Wobei, ich glaube, über The Last of Us habe ich auch kurz im Blog gesprochen. Ne? Also glaube ich auch. Und über Avatar auch. Also es wird natürlich immer auch im Blog sein, aber nicht jeder guckt jeden Blog. Von daher, ja, sagt mir gerne, wie ihr diesen Serien-Film-Talk so ein bisschen gefunden habt. Und ich, ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.